Ja, ich glaube, dass die Unternehmen natürlich in der Geschwindigkeit der Veränderung und auch in der Fremdheit und Neuigkeit von der Pandemie sehr gefordert waren. Also immer wieder muss ich Informationen nachsteuern. Ich muss quasi meinen Mitarbeitern sagen, wie ist es mit Homeoffice? Wie ist es mit Dienstreisen? Wie ist es mit Büronutzung? Wie ist es mit Abstandsgebot? Wie kann ich überhaupt arbeiten? Ich brauche eine Ansprechbarkeit, eine Erreichbarkeit, auch für unsichere Mitarbeiter, die sich dann vielleicht die Sorge haben, sich vielleicht auch irgendwo angesteckt zu haben. Das heißt, der informatorische und der kommunikative Aufwand, um die Mitarbeiter da ein Stück in einer gewissen Sicherheit auch zu halten, hat deutlich zugenommen. Das geht los bei Informationsschreiben, das geht aber auch weiter mit bestimmten Fragemöglichkeiten, sowas wie Sprechstunden, aber auch regelmäßigen Mitarbeiter- und Teamsitzungen, um sich da ein Stück auszutauschen. Was natürlich verloren geht, ist der informelle Austausch, die informelle Begegnung, in der viel emotionale Stabilisierung ja auch stattfindet. Wenn ich höre, dass es meiner Kollegin, meinem Kollegen in Homeschooling genauso geht und dass die auch ähnliche Schwierigkeiten haben, dann entlastet das. Und sag mal, diese sozialen Puffer, die fallen ein Stück weg und da braucht es dann neue Wege. Wir haben jetzt die ersten Organisationen, die sowas wie Frühstücksräume und Mittagsessensräume dann auch digital einführen, um einfach außerhalb von Arbeitszeit auch diese Begegnungsorte zu schaffen, um den Austausch auch zu ermöglichen. Vielleicht gerade auch bei Menschen, die allein leben, die dann nur noch die Kassiererin im Edeka sehen, die Woche lang und sonst gar keinen mehr, um das auch ein Stück zu verändern. Und ich glaube, es ist uns auch schon noch mal deutlich geworden, wie zentral der physische Kontakt auch für uns Menschen ist. Ich war gestern seit Monaten mal wieder mit echten Menschen sozusagen im beruflichen Kontext in Kontakt, zwar über Maske und vielen Metern Entfernung. Trotzdem merkt man ja dann auch selber, wie wichtig das eigentlich ist und wie sehr man das auch vermisst hat. Aber das zu steuern, zu begleiten, auch Menschen in der Krise zu unterstützen, auch das ist ein Stück auch eine Aufgabe von Unternehmen.